Ich habe mir in letzter Zeit ein bisschen Gedanken über das gemacht. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass manche zu denken scheinen, dass ich ja total perfekt bin, wenn es um meine Ernährung und um meine Gesundheit, meinen Lebensstil geht. Aber ja, ich würde einfach mal sagen, dass auch ich nicht perfekt bin und dass ich auch niemandem damit irgendwie Druck machen möchte und dir damit vielleicht mal ein bisschen den Druck nehmen möchte. Ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was so der richtige Umgang eigentlich mit Gesundheit überhaupt ist. Und ich glaube, dass es da gar nicht den richtigen Umgang mit gibt. Also ich glaube, es ist so, dass wir ja, uns da entscheiden, auf welcher Stufe wir uns mit unserer Gesundheit befinden möchten. Dass wir da die Wahlmöglichkeit haben und das auch Tag für Tag. Für manche ist die richtige Lösung vielleicht gerade die, dass sie zum Beispiel ihre Neurodermitis mit Cremes behandeln und dass sie ihre Prioritäten vielleicht anders legen, als ich es tue und dass sie vielleicht gerade durch ihre Kinder oder ihren Job sehr gestresst sind und dann dadurch einfach wenig Zeit haben, sich um ihre Ernährung und ihren Lebensstil mehr zu kümmern. Und dann kann man vielleicht, wenn man so viel Freiraum hat, auf die nächste Stufe gehen und anzufangen, eine Eliminationsdiät zu machen und sich damit mehr zu beschäftigen. Und dann gibt es auch wieder andere, die sagen, ja, man muss eigentlich noch weiter gehen, man muss unbedingt an die Wurzel des Übels gehen. Also das ist eigentlich auch das, was ich sage. Das kann nicht bei einer Eliminationsdiät bleiben. Und dann gibt es auch welche, die sagen, man muss noch weiter gehen, man muss unbedingt ja, die Allergie löschen. Und so kann es immer so weitergehen. Oder dass bis man am Ende sich am besten komplett vom Körperlichen trennt und von Lichtnahrung lebt. Aber ja, die Sache ist einfach die, worauf ich hinaus will, dass es ja jedermanns eigene Entscheidung ist. Dass man nicht hingehen kann, jemand sagen soll, du musst so und so leben, sondern dass man einfach, dass sich jeder das aussuchen kann. Dass ich mich auch zum Beispiel heute mal entscheiden kann, ich habe heute einen ruhigen Tag, ich kann auch den Tag auf der Couch verbringen, ich esse heute mal ein großes Stück Schokolade und dann fühle ich mich vielleicht mal ein bisschen schwächer oder kriege ein paar Pustelchen oder habe ein bisschen Brain Fog und oder kriege morgen Pickel und dafür hatte ich jetzt halt meine Schokolade heute. Oder ich weiß, ich muss jetzt hier ein Video aufnehmen, dafür muss ich mich total konzentrieren und möchte, dass meine Haut gut aussieht oder ich habe eine Klausur oder ein sportliches Event und will absolut fit dafür sein. Und da sorge ich ja dafür, dass ich die Nacht möglichst ja, früh ins Bett gehe, viel guten Schlaf bekomme und mich auch gut ernähre. Also ich kann wirklich Tag für Tag selbst entscheiden, dadurch, dass ich weiß, was mir gut tut, was mir schlecht tut, wie meine Performance aussehen soll. Die Sache ist nur die, wenn ich dann eben Pickel oder ein bisschen Ausschlag oder Bauchschmerzen, Durchfall oder sowas bekomme, dann muss ich aber auch wissen, dass ich ja, diese Entscheidung mit vollem Bewusstsein getroffen habe und dann auch selbst wirklich die volle Verantwortung dafür übernehme. Genauso ist es, wenn es um die Nutzung von Medikamenten geht. Ich will nicht sagen, nur weil ich von der Seite so viele natürliche Mittel empfehle, dass ich jeden verurteile, der irgendwie Antihistaminika oder Mastzellstabilisatoren oder Cortison nimmt oder Schmerzmittel. Vielleicht bist du gerade in einer Phase in deinem Leben, wo du ohne wirklich nicht kannst, wo du nicht einfach sagen kannst, na, ich gehe jetzt halt mal heute nicht zur Arbeit. Und ich meine, es ist gut, dass wir diese medizinischen Möglichkeiten haben aus diesem Grund. Und auch ich habe, seit ich vor 3 Jahren wirklich an komplett Kondition aus meinem Leben gestrichen habe, gab es mal zwei Begebenheiten, wo ich auch wirklich noch mal ein ganz kleines bisschen gebraucht habe und wo ich nämlich gesagt habe, es muss jetzt sein und dann war das auch okay und dann war ich froh, einfach diese Möglichkeit zu haben. Oder dass ich auch mal so schlimme Rückenschmerzen hatte, dass ich mich davon fast übergeben habe und die halbe Nacht wachgelegen habe und natürlich nehme ich dann auch mein Schmerzmittel. Ich sage nicht, dass man im Extrem leben muss, sondern dass wir einfach, ich möchte einfach zeigen, was wir für eine Fülle an Möglichkeiten haben, was es für Alternativen gibt und dass wir auch nicht abhängig sind nur von Medikamenten, die
Nebenwirkungen haben, sondern dass wir ja uns auch, wenn wir die Möglichkeit haben, uns auch bei natürlichen Mitteln bedienen können, die dann eben sogar auch mit positiven Nebeneffekten verbunden sind. Aber letzten Endes wirklich, es ist dein Leben, es ist dein Körper und ja, ich mache es für meinen Körper auf meine Weise und manchmal bin ich da auch noch ein bisschen verantwortungslos, aber ich weiß für mich, wofür ich es tue und wenn du mitmachst, freue ich mich riesig, das ist ein Riesengewinn für unsere Welt, aber es ist wirklich, es ist deine Entscheidung und wenn du es nicht tust, dann hast du schon einen guten Grund dafür und ich respektiere das voll und ganz. Es ist deine eigene Entscheidung und wenn du etwas für dich, für deinen Körper tun willst, dann tu es, weil du davon überzeugt bist, weil du dafür einen guten Grund hast und weil du es wirklich, wirklich für dich selbst willst. So, und wenn du noch ein bisschen Unterstützung dabei brauchst, wenn jemand brauchst, der dich ein bisschen bei der Hand nimmt, der dir ein paar Tipps gibt oder der mit dir vielleicht so ein bisschen austüffelt, was so deine artgerechte Ernährung ist oder wo es bei dir noch Baustellen in deinem Leben gibt, in deinem ja, Wohnverhalten oder bei Kosmetikprodukten oder der mit dir ein bisschen tiefer gräbt, was wirklich die Ursache von deinen Problemen ist, womit das alles angefangen hat und was wirklich die Wurzel des Übels ist, dann würde ich mich freuen, wenn du mich kontaktieren würdest und ich würde dir als Coach zur Seite stehen und das mit dir zusammen ausarbeiten und ja, dir einfach dabei helfen, deinen für dich funktionierenden Weg zu entdecken, ohne dir jetzt irgendeine Diät aufzustülpen, irgendwas aufzuzwingen, sondern wirklich etwas zu finden, was dir hilft und auch, dass du selbst lernst, auf deinen Körper zu hören, weil das ist das Wichtigste. Wenn du selbst merkst, dass es für dich funktioniert, dass es dir selbst sagt, das ist der richtige Weg, dann wird es auch nachhaltig für dich funktionieren und du dich damit gut fühlen und es nicht irgendwas Aufgezwungenes sein. Ja, also, auch ich benutze manchmal noch ein normales Shampoo, das heißt normal, also dann halt nehme ich halt Naturkosmetik, aber ich wasche mich auch nicht nur mit Erde, aber ich versuche halt einfach jeden Tag so ein bisschen die bessere Wahl zu treffen und etwas zu finden, wo ich keine Kompromisse machen muss, weil das sehe ich einfach nicht mehr ein. Ich gebe Geld dafür aus, ich muss es mir beschaffen, ich muss benutzen, ich muss mich damit wohlfühlen und deswegen will ich da einfach keine Kompromisse mehr machen, sondern ich will, dass das Produkt mir genau das gibt, was ich haben will oder das Nahrungsmittel und nicht mehr und nicht weniger und deswegen bin ich einfach anspruchsvoll geworden. Und ich denke, das ja, hat eigentlich jeder verdient, dass er auch anspruchsvoll wird und nicht mehr alles weder in seinen Bauch noch auf seine Haut noch in seinen Kopf lässt. Und ja, es ist ein spannender Weg, es macht Spaß, experimentiere, probier einfach aus, das Leben ist lang, die Welt ist groß und ja, einfach ein bisschen mutig sein und ausprobieren und ja, ich wünsche dir dabei viel Freude und wenn du ein paar Inspirationen brauchst, ja, guck dir gerne meine anderen Videos an, abonniere meinen Kanal und gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch meinen Blog besuchen würdest. Ja, und vielleicht kann ich dich dann auch mal demnächst persönlich begrüßen. Okay, dann mach's gut. Tschüss.